Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia, der erste Teil. Und ja, wir haben jetzt im letzten Part den Momo befreit. Momo hat uns ja nicht so tolle Infos gegeben, außer dass er uns gezeigt hat, dass bei ihm irgendwas nicht ganz so stimmt. Und er hat von einem Hans geredet. Und dieser Hans, den kennen wir bisher noch gar nicht. Wer ist dieser Hans? Mysteriös, mysteriös. Okay, gut, dann gehen wir mal da hoch. Aber Dort das. sollte ich meinen Koffer nicht lassen. Sie will ihren Koffer nicht allein lassen. Naja, dann nimm ihn mit, Mädel. Puh, ich kann diesen Koffer keinen Meter mehr tragen. Ja, siehst du? Mal sehen, wer mir helfen kann. Und jetzt? Jetzt haben wir ein Problem, hä? Nee. Machen wir das mal so, als wie wir wüssten's. Wir nehmen, benutzen den jetzt einfach und drücken auf ein Knöpfchen. Warum ich vorher jetzt hier so ein tolles Experiment draus machen musste, ist mir auch so ein Rätsel. Also, ich meine, das ist kein guter Service, wenn Ja, man vorher ich die, komme ja schon. wenn man vorher die Klingel zusammenbasteln muss. Naja, gut. Guten Red. Tag. Bonjour. Guten Tag, gnädiges Fräulein. So. Mon nom ist Gedewocker. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lormont. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. So, haben wir das auch, ja. Okay, dann, Hilfe? Würden Sie mir bitte meinen Koffer nach oben bringen? Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was sich gehört. Also, Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen? Keine Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Wie bitte? Willst du wohl den Mund halten, du böser Junge? Ah, unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Momo traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt, Momo. Anna, Momo sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Momo. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt. Nur weg mit dir. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valladilène. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Anna? Anna Vorarlberg? Ist tot? Das ist Ihr Zimmer. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. Ja. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valladilène einmal früher erleben sollen. Das war schon was. Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Ja, also mir jetzt so viel Information wieder. Also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zum ersten, erstens hat er den Jungen, also wirklich, also so ein blöder Text. Entweder war es eine blöde Übersetzung oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so ein blöder Grund, den Jungen anzufahren, ja. Also, ich meine, er hat nicht wirklich was gemacht. Er hat sie auch nicht belästigt. Er hat einfach nur was gesagt. Ich meine, in Valladilène, da ist scheinbar ein Geheimnis, das vielleicht eventuell ein paar Leute wissen und gerne für, ja, irgendwie darauf dann extrem reagieren, wenn das einer sagt. So scheint es zumindest. Was jetzt wirklich ist, man weiß es nicht. Zweiter Punkt ist mir aufgefallen, das werdet ihr euch noch ein paar Mal begegnen, der Wirt. Der sagt immer, oder Wirt, näher der Hotel, der an der Rezeption da eben halt, der Inhaber, der sagt immer wir, der redet immer von wir. Ich weiß nicht, ob er jetzt,
irgendwie eine doppelte Persönlichkeit hat. Oder also ich sehe hier niemanden, ich sehe keine Putzfrau, ich sehe nicht, wenn es seine Frau ist, ich sehe keine Frau, ich sehe keine Kinder, niemand. Und es das heißt immer, ja, wenn sie irgendein Problem haben, wir helfen ihnen gerne. Wir. Naja, gut. Kann auch sein, dass mit wir das Hotel meint, aber naja, okay. Gut, möglich, ja. So, dann packen wir Das mal einen brauche Koffer ich im auf. Moment nicht. Sie braucht den Koffer nicht. Warum hast du denn dann mitgenommen, Mädel? Mensch. So, dann gehen wir mal zu dem Fax. Das scheint auch wichtig. So. So, kann man hier irgendwas machen außer das Fax? Kann ich ins Bett? Nö. Keine Pornos für die Melone. Gut, dann nehmen wir mal den Zettel. Nimm den Zettel in die Brusttasche. Genau. Oh, Fax. Text, Fax. Text, Fax. Anwaltskanzlei Marston & Lawmont, 51 West 15th Bla, NY 10023, Telefonnummer 12458902. Den 16. April 2002. To Kate Walker from Edward Marston. Kate, hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser Kunde, die Universal Toys Company, darauf drängt, die Transaktion im Hinblick auf den Kauf der Manufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Wir verlassen uns auf Ihre unbestreitbaren Fähigkeiten als Anwältin, um die Verhandlungen mit dem derzeitigen Besitzer der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, zu einem raschen und positiven Ende zu bringen. Wäre die jetzt nicht tot, ne? So ein Zufall, so ein Pech aber auch. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass Sie Universal Toys Company ein internationaler Konzern mit Monopol auf dem Spielzeugmarkt ist. Die, nicht Sie. Der Konzern ist für uns ein wichtiger Kunde und für Frau Vorarlberg eine unverhoffte Gelegenheit, sich von ihrer Manufaktur zu trennen, worauf sie aufmerksam machen sollten, falls Frau Vorarlberg bei der Unterzeichnung des Vertrags Zweifel kommen. Ich bin sicher, dass Sie meine an Sie gestellten Erwartungen nicht enttäuschen werden. Edward Morrison. So, und jetzt kommt jetzt das Handy zum Einsatz, und zwar müssen wir uns jetzt die Telefonnummer merken. Ich habe ja heute einen SOI-Test gemacht, und da mussten wir uns auch schöne Nummern merken und ziemlich lange Nummern und teilweise diese dann sogar rückwärts hinschreiben und hast nicht gesehen. Also der Test, wenn ihr mal Bock auf einen richtig schönen Test habt, der kostet zwar 50 Tacken, aber der ist echt wahnsinnig interessant. Ein SOI-Test. Es ist was Offizielles, nichts Zwielichtiges oder so. Es ist was richtig Offizielles. Wird in großen Firmen auch gemacht. Sozusagen, ich sag mal, eine Berufsfindungstest. Bin ich geeignet für meinen Beruf, den ich jetzt gerade bin, oder bla. Klar, kann man auch gucken, an was man eventuell bei sich dann arbeiten will. Man kann auch schauen, was für ein Mensch man ist, ob man semantisch ist, eben halt Symbole gut erkennt und eben halt damit arbeitet, oder ob man fotografisches Gedächtnis hat oder das und bla und oder eher verbal oder eher. Egal, also sowas in der Richtung. Wenn es euch interessiert, schaut mal nach. SOI-Test. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das war awesome. Also ist richtig geil. Okay, und deshalb werde ich mir diese Telefonnummer jetzt wunderbar merken können. Nämlich, das ist die 12458902. 12458902. 12458902. 12458902. 12458902. Ich sollte Marson von Frau Vorarlbergs Tod in Kenntnis setzen. Hoffentlich wird dadurch nicht noch alles komplizierter. Ich werde hier wohl nicht länger bleiben. War das richtig? Verflixt noch mal. Nein. Also so viel zu meinem epischen SOI-Test. Ja, da drin war ich auch nicht wirklich gut, muss man mal dazu sagen. Dann schauen wir uns das schöne, dann schauen wir uns das schöne Fax nochmal an. 12458902. Ach, 102 habe ich. Oh, 12458902. 12458902. Bitteschön. Aber wie man sich aufregen kann, wenn man sich verwählt hat. Ich hätte gern Herrn Marson gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Yeah.
Hallo, Kate. Na, erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valladilène angekommen. Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt, aber... Wo ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Marson. Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Ach, so Leute liebe ich, die einfach auflegen. Da könnte ich direkt mit der Faust einfach mal durchs Handy durch. Leider geht sowas noch nicht. Die Betonung liegt auf noch. Ich bin dafür, dass man das einführen sollte. Einfach mal dem Gegenüber eine klatschen. Was heißt Gegenüber? Von mir aus auch auf der anderen Welt. Kugel. Dieses gleich auflegen oder erst gar nicht dran gehen. Einfach mal so die Hand reinstecken und wenn der dann gerade irgendwie das Handy ignoriert, dann einfach mit der Hand gehen und an die Kehle und war. Okay. Ja, reden wir nochmal mit dem Heinz. Ich bin es noch einmal. Bonjour. Fräulein Walker. Fräulein Walker. So, jetzt haben wir hier schon wieder ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Und wir hatten Kate, wir hatten Hilfe. Wir haben jetzt Mission, Hans, Momo, Automat und Anna. Fangen wir mal an mit dem Automat. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Es scheint davon eine ganze Menge in Valladilène zu geben. Sie wagen es, die Vorarlberg-Automaten als Roboter zu bezeichnen? Wenn Sie sich hier keine Feinde machen wollen, sollten Sie dieses Wort besser vermeiden. Was ist denn der Unterschied zwischen Roboter und Automat? Ehrlich gesagt wissen wir das so genau auch nicht. Ah ja, okay, aber man darf es nicht sagen. Roboter, 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 Roboter. Steht vorm Spiegel 7-mal Roboter, 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 Roboter. Und dann kommt der böse Automat. Uhaha. Okay, Anna. Kannten Sie Anna Vorarlberg gut? Ja, ziemlich. Naja, so gut nun auch wieder nicht. Eine große Dame. Wir mochten sie sehr. Friede sei mit ihr. Wie groß war sie denn? tja, ein großes Mädchen, ne? Anna, Automat haben wir. Momo. Wer war denn der junge Mann, der vorhin hier zeichnete? Ihr Sohn? Gott bewahre. Nein, nein. Er ist kein schlechter Junge, der Momo. Nur ein bisschen einfach, das ist alles. Und was hat er mit Anna Vorarlberg zu tun? Momo ist das, was man so einen Dorftrottel nennt. Und Frau Anna hat ihn unter ihre Fittiche genommen. Wahrscheinlich hat er sie an ihren Bruder erinnert und außerdem gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Wollen Sie damit sagen, dass Anna Vorarlberg auch ein bisschen einfach war? Gott bewahre. Sie war eben auch eine Einzelgängerin, sehr in sich gekehrt. Das wollte ich sagen. Ja. Was mir auffällt, ist bei der Synchronisation, sie ist an sich nicht schlecht, aber sie wirkt so ein bisschen stumpf. Sie wirkt nicht, als wie, dass derjenige sich jetzt tief in die Person reinversetzt hat, sondern eher so, ich bin da jetzt und mach mein Ding so, ja, voll chillig. Aber irgendwie kommt da dieses Feeling nicht rüber. Die reden alle so ein bisschen wie, naja, Roboter. Entschuldigung, Automaten natürlich. Hans. Der junge Mann vorhin sagte etwas von einem gewissen Hans. Um wen handelt es sich? Momo sprach von Hans Vorarlberg, dem jüngeren Bruder von Anna. Aber der ist schon lange tot. Selbst wir haben ihn nicht gekannt, so weit liegt das alles zurück. Okay, interessant. Und damit mache ich hier... Ja, Pause. Nein, Pause mache ich nicht. Ich mache gleich weiter, aber für euch ist jetzt Schluss. Also, abschalten. Na, ihr wisst ja, abschalten.